Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Nach unserer letzten Mindmus-Mission haben wir... Moment. So, dass mein Mikrofon auch besser steht. Wir haben bei unserer letzten Mindmus-Mission ordentlich abkassiert. Und werden jetzt was drum kaufen. Und schauen wir mal, was... Also, werden wir endlich auch was... das ist für die Saturn. Gibt so viel Zeugs, aber was davon sollte man denn nehmen? Das ist für SSTOs. Weil darin ist Liquid Fuel und Oxidizer. Ah, hier ist nur Liquid Fuel. Natürlich interessant, eine SSTO mit Nukleartriebwerk. Station Solar Panel, Fuel Cell, Heat Exchanger. Ah, da sind die Nuklearreaktoren. Ab dann ist... Alter, 10.000, 23.000. Achso, das Ding ist kleiner, okay. Das schaut irgendwie größer aus, okay. Ab dann ist... Achso, das soll am Boden stehen, okay. Und das ist das für unterwegs. Ab dann ist Strom eigentlich nie wieder ein Problem. Wobei 0,8 pro Sekunde ist jetzt da nicht viel, aber... Das Ding hält halt ewig, ne? Optimum Temperature, 350 Kelvin. Okay. Unmanned Tech, Apollo Instrument Unit, Satellit, Antennen, Probe Decoupler. Mit einem 7G. Noch ein Dings, noch ein. Das ist. Supersonic Flight. Dies bringt uns alles nicht wirklich weiter gerade. Wir werden die Forschungspunkte wohl erstmal sparen, weil. Was mache ich damit? Ist auch eine. Container, noch mehr Tanks, Zeug, Composites, sehr viele Sachen für dieses ganze Robo-Dingens, fast 1,7 Millionen. Ich glaube, wir brauchen mal wieder Missionen, das wäre natürlich auch gut, das einmal zu machen. Crew Base or Station. Carbon Low Orbit Station oder was? Aha. Haben wir ja dort. Explore Eve! Hoho! Splash down in the ocean. Return to Kerbin from the surface of Eve. Puh. Okay, das bringt auch ordentlich Kohle. Das hat man sich dann aber auch verdient. Vielleicht sollten wir das ausprobieren. Boah. Aber das ist halt schon ein starkes Stück. From the surface of Minmus. Ach, herrje. Gut, können wir aber machen. Orbit Kerbin. Take a picture of the moon. Viel Geld für ein Bild. Bring blueberries back with you. Bring a blueberries to Duna. On Duna.
back to Kerbin. Okay. Geological Study of Eve. Oh Mann. Held by scientists before an experiment at the moon's midlands. Wow, das bringt aber auch ganz schön Kohle. Also solche Sachen könnte man schon ausprobieren. Bring Kirby Kerman to the waypoint. Crew, tree, pilot, load all passengers. Wow, was? While on a launch pad, location area, perform experiments. Den Biom, Situation landed. Hat das ein Zeitlimit? Das hat ein Zeitlimit, aber von 12 Jahren? Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Das ist gut. Schauen wir mal, wo unsere Joel-Crew momentan ist. Was die so machen. Ansonsten kümmern wir sich mal um die... Oh, die sind bald da. Wobei bald, das ist schon noch... Dauert schon noch ein bisschen, aber... Sie nähern sich. Okay, dann nehmen wir mal eine Kapsel für zwei. Ja, das ist wohl so Stock. Das könnte ein Stock sein. Wobei nur Electric Charge ohne Monopropellant. Nein, das ist C7 Aerospace. Und das ist Faser. Aber was haben wir denn hier? Haben die dieselbe Größe, oder? Oh ja, die haben offensichtlich die gleiche Größe auch noch. Sollen wir Lander Can nehmen? Ja, da können zwei drin sitzen. Ne? Aber das Ding... Ah, das ist auch fast genauso schwer. Was ist mit dem Ding? Wo ja auch immer da zwei Leute drin sitzen sollen. Das können wir nehmen. Gut, dann. Das Ding hat selber schon Hitzeschild, allerdings nur sehr wenig. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Also klatschen wir da noch einen dran. Einen Dekoppler. Centaur. Landehaxen. Ich schätze mal, neues Science-Zeug werden wir nicht haben. Nope. Egal. Wir müssen ja schließlich nur jemanden von dort abholen. Unterwegs werden wir noch mit. Wenn wir noch schauen, ob wir den Satelliten, also unser Dings finden, unser Teleskop. Weil wir brauchen ja noch ein Foto. Engine Blade? Was ist ein Engine Blade? Oh. Aha. Ach so, okay. Kann man schon mal selber Interstages erstellen oder so? Utilitron Docker. Ach, das ist der an. Oder? Oh! Das ist der, den man irgendwie rotieren kann. Okay. Ist vermutlich von einer Mod, Magic Smoke Industries, ja. Interstages. Okay, schauen wir uns mal weitermachen. Wir brauchen. Wieder das hier? Ich weiß es nicht. Nee, das war schon schwach, das Ding. Ja, so ein Mini-Triebwerk ist halt nicht unbedingt dafür geeignet. Und da geht's wieder zu draußen heute. So sollte das auf jeden Fall genügen. Da ist das Ding. Ich meine mal, das reicht. Oder? Ich meine, ich glaube schon. Ich glaube schon.
Wobei, wir können ja zu sicher trotzdem noch zwei Booster dran schrauben. Rup. Na, damit geht sich's jetzt aber locker aus. Okay, wir sollen ja den einfach nur da abholen und das. Genau das werden wir tun. Das ist auch die einzige Mission mit Ablaufdatum. Alle anderen können wir machen, wann wir wollen. Ach ey. Nein. Was haben wir denn da für einen blinden Passagier an Bord? Ach, das ist der Scientist. Du bleibst hier. Deine Mission kommt auch noch. Deine Zeit kommt auch noch, aber nicht jetzt. Ah ja, no passengers. Kann man da irgendwie reinschauen? Tatsächlich, da kann man hineingucken. Und dahinter ist tatsächlich noch ein Platz. Da hinten. Ja, sehen tut man hier auf jeden Fall nicht viel. Oh, nicht gut. Nicht schon wieder. Mann, warum? Warum zum Teufel? Das kann's ja wohl nicht sein, oder? Das kann's doch nicht sein. Schön. Alle vier bitte. Danke. Du bleibst schön da. Da oben so schwer oder was? No. Aber schön, dass man da noch gefragt wird auch. Dann geben wir halt gleich Vollgas und schauen, dass wir sich gleich ein bisschen hinlegen und dafür an Tempo gewinnen. Ordentlich. Irgendwo. Mann! Das SAS bringt nicht immer die Kraft auf, die es aufbringen sollte. Oder das aufbringen sollte. Ja, Hauptsache wir fliegen jetzt. Inklination aber auch noch. Ganz toll. Canceln wir gleich mal weg. Größtenteils zumindest. So, gut, das genügt.
Oh ne, das Ding hat scheinbar kein First Hop Distance, was, ist, was auch immer das ist. Die Kappe, okay. Das probieren wir jetzt erstmal nicht aus. Oh, offensichtlich mangelt sie ein bisschen am SAS. Das wäre natürlich sehr schlecht. Zumindest zu meinem Orbit. Okay, das Ding kann auch irgendwie die Kappeln. Das werden wir sogar nicht ausprobieren. Target. Ah, wir sind noch gleich hier, wie schön. Jo, es mangelt hier eindeutig an funktionierendem SAS. Das ist suboptimal. Wieso hat das Ding kein SAS? Das bewegt sich überhaupt nicht. Das Ding ist gut zu wissen auf jeden Fall. Wir werden diese Kapsel in Zukunft vielleicht meiden. Einfach kein SAS an Bord zu haben, das ist schon... eigentlich schon eine ziemliche Sünde, muss man sagen. Und damit ist das Ding ziemlich nutzlos. Selbst die meisten Sonden haben zumindest irgendeine kleine Art von Reaction Wheel eingebaut, damit ich das irgendwas machen kann. Wo ist unser... wo ist unser Teleskop? Da ist das Teleskop. Dann erledigen wir gleich das Foto vom Mond. Einmal aufklappen bitte, danke. Mond, wo bist du? An der Seite von Körben. Ah, man sieht ihn kaum. Wow. Okay. Er ist auch nicht ganz so dunkel. Achso, der... okay, das ist komisch. Die Richtung bitte. Und senden. Dankeschön! Leicht verdientes Geld. So, wieder dahin. Weil wir brauchen einen Transfer zu Minmus. Das war nicht, was ich gemeint habe. Und es ist wohl eher das hier. Das war unsere Station, die erste. Die wir noch
mal versenken müssen bei Zeiten. So, jetzt sind wir hier. Was? Ist eh noch im Fokus. Irgendwo hier. Unser Manöver wahrscheinlich starten müssen. Okay, können wir auch früher scheinbar. Okay. Kein SAS, ich glaub's nicht. Unglaublich. 36 Sekunden Burn. Nächstes sind wir ziemlich gut auf Kurs. Oh, 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 SAS, ja, bitte da drauf, dankeschön, sehr freundlich. Und der Part ist dann zu Ende. Schauen wir mal, dass wir unseren Transfer hier mal fertig machen. Und dann werde ich den Part beenden. Im nächsten Part werden wir schauen, dass wir den Kollegen dann da runterholen. Wie auch immer der da gestrandet ist. Vielleicht war es auch ein blinder Passagier bei unserem Rover. Wer weiß, wer weiß. Und vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Kerbal Space Program 2 wurde angekündigt für 2020. Ich pack's gar nicht. Aber denkt, bessere Grafik, eventuell sogar Multiplayer, sofern sie das hinbekommen, also müssen sie noch weisen. Noch bessere Physik und alles. Da können wir sich auf was freuen. Ja, bisschen Licht. Gut, Freunde, das war's aber wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!